unglaubliche News für alle Jedi Fallen Order Fans, denn gestern hat EA veröffentlicht, dass sie drei neue Star Wars Games in der Pipeline haben. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen. Es ist nun schon knapp 2,5 Jahre her, als wir gemeinsam mit Cal Kestis das Universum von Star Wars bereist haben. 2,5 Jahre ist eine lange Zeit, doch jetzt geht es endlich weiter, Freunde. Wir können endlich wieder Luft schnuppern von Star Wars in einem Game. Und was da alles kommen wird, das sage ich euch jetzt. Denn es ist nicht nur was für Action-Adventure-Freunde dabei, sondern auch für Shooter-Freunde und sogar, und das ist krass, für Strategiefreunde. Ja, wer kann sich an die Zeit von Empire at War erinnern? Ein krasses Game, ein unglaublich schönes Game und ich habe es geliebt. Aber wir schauen mal rein, was hier EA wirklich uns gegeben hat an Informationen. Denn auf ihrer Newsseite haben sie gestern gegen 15 Uhr ungefähr einen Beitrag gepostet, wo sie ein bisschen darüber gesprochen haben, was sie produzieren und ja, was sie da geplant haben. Und wenn wir auf die Seite gehen, sehen wir auch direkt, wer für die Produktion verantwortlich sein wird. Nämlich Respawn Entertainment. Die haben ja auch schon Apex Legends, Titanfall und den letzten Ableger aus dem Star Wars Universum gemacht, nämlich Jedi Fallen Order. Und ich fand, es ist ein klasse Spiel. Habt ihr es gespielt? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Und wenn ja, wie fandet ihr das ganze Game? Ich fand es auf jeden Fall klasse. Es war ein wunderschönes Game. Seit langem mal wieder eine Geschichte in der Videospiel-Star Wars-Geschichte, die mich wirklich interessiert und gepackt hat. Und das Gute ist, wir sehen hier, dass der Game Director Stig Asmussen und sein Team bereits am nächsten Titel aus der Jedi Series arbeiten. Sie haben jetzt nicht gesagt, das ist ein Jedi Fallen Order 2. Wir sehen auch hier im Title, Upcoming Titles include the next game in the Star Wars Jedi Franchise. Heißt also, sie sagen, es ist aus diesem, ja, aus dieser Serie, also aus diesem Action-Adventure-Format. Aber sie betonen jetzt nicht, dass die Geschichte mit Cal Kestis weitergeht. Ich denke, sie wird es. Sie haben schon einen Charakter, der, mit dem wir gewachsen sind, von dem schon eine Geschichte erzählt wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, nee, wir nehmen jetzt einen komplett anderen Charakter. Und ich sag sogar, Freunde, dieses Spiel wird diesen Herbst kommen. Und es ist auch eigentlich so, denn, wenn wir uns das überlegen, der letzte Ableger war im Jahr 2019. Da kam er raus. Dann, 2,5 Jahre ist schon eine lange Zeit, da kann man gut und ja, schön die Spiele produzieren. Es ist kein Riesenspiel, natürlich ist es sehr viel Arbeit mit der Geschichte und so weiter. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das Ganze im Herbst raushauen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie drei Star Wars Spiele in einem Herbst raushauen werden. Denn da kommen wir nämlich zu den nächsten Games, die auch noch kommen werden, Leute, und euch hoffentlich glücklich machen. Nämlich ein Shooter-Game und ein Strategie-Game. Und ich erzähle euch dazu ein bisschen was. Respawn EA bringt gemeinsam mit Star Wars einen Shooter raus. Das klingt doch verdächtig nach Battlefront. Könnte man meinen. Aber es ist eigentlich besser, als es wirklich klingt. Denn derjenige, der das Ganze führt, das Projekt, der Leader, ist Peter Hirschman. Game Director und vor allen Dingen auch jemand, der viel Erfahrung im Star Wars-Universum hat und vor allen Dingen an den allerersten Star Wars Battlefront-Teilen mitgewirkt hat. Also wer sie kennt, der weiß, das waren gute Spiele, gute Projekte und die Kampagne war wunderschön vom zweiten Teil und ich habe es geliebt, das zu spielen. Fand die neueren Teile auch schön, aber der Multiplayer war leider nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Und ich gehe davon aus, dass das Ganze wirklich ein schönes Spiel wird, wenn jemand, der bei den ersten Teilen mitgewirkt hat, Ahnung hat von der Thematik, da wirklich nochmal ein bisschen Butter zugeben kann. Ja, ich bin gespannt, was ist eure Meinung dazu? Meint ihr, es wird ein Erfolg dieser Shooter oder ist es ähnlich wie mit den Lootboxen? Und on top gibt uns Star Wars ein Strategie-Game, ein neues, was kommen wird. Und zwar mit einem neu gegründeten Studio, Bitreactor. Das wird natürlich weiterhin von Respawn supported. Die beiden arbeiten daran. Und das letzte Mal, dass ich ein Strategie-Game gespielt habe von Star Wars, oder das letzte, das rauskam, war Star Wars Empire at War. Ein Strategie-Game, wo wir auf Planeten kämpfen konnten, Planeten bevölkern konnten und Weltraumschlachten führen konnten. Mit den verschiedensten Kreuzern und Raumschiffen aus dem Star Wars-Universum. Und dafür gibt es unzählige Mods, unwahrscheinlich viele Mods, die das Ganze viel größer machen und viel schöner, als es damals zu der Zeit möglich war. Aber es wird Zeit für eine Neuauflage und ich freue mich sehr, dass Star Wars dahingehend was macht. Ich glaube, der Shooter und das Strategie-Game, die werden im Sommer, beziehungsweise, was ist im Sommer, im Herbst 2024 kommen. Ich denke, das ist noch zu früh, um zu sagen, dass sie das dieses Jahr schaffen. Macht, glaube ich, auch wenig Sinn, auch finanziell, glaube ich, nicht.
Wenn sie da, sag ich mal, alles auf eine Karte setzen, auf ein Jahr setzen finanziell, und sie werden das Ganze dann wahrscheinlich im Jahr 2024, im letzten Jahr ihre Lizenz raushauen, um nochmal Star Wars richtig zu melken, ja, um die Lizenz zu melken. Naja, das auf jeden Fall war die News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da würde ich mich freuen. Und ich bin wieder da, Freunde. Wir sehen uns also dann in den kommenden Tagen wieder bei einem kleinen Video zu Assassin's Creed. Denn das ist mein Main-Channel, wo ich die meisten Videos zu mache. Aber, Freunde, das ist ein Thema fürs andere Video. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Abend und schönen Tag, schönen Morgen. Tschö mit Ö und ciao mit V.